Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Heute reden wir über ein Hormon, was total vernachlässigt wird innerhalb der Medizin. Und ich möchte gerne wissen, warum und für was dieses Hormon eigentlich gut wäre, für was man es anwenden kann und allem drum und dran. Risiken und Nebenwirkungen werden wir heute alles besprechen. Ich rede heute über das Hormon Melatonin. Ich kenne es eher unter dem Schlafhormon und jetzt möchte ich gerne wissen und Ihnen auch ganz herzlich willkommen heißen, den Dr. Volker Schmiedl. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Gerne, lieber Alexander. Ist mir immer wieder eine Ehre. Es gibt ganz, ganz wenige Ärzte in der Schweiz, wo ich finde, mein Eindruck, wo so einen großartigen Namen haben und so eine Ganzheitsmedizin anwenden wie du. Deshalb herzlichen Dank, dass du uns beehrst. Vielen Dank. Dürfen wir ins Thema Melatonin reingehen? Ich kenne eigentlich nur eins. In Amerika kann ich das aus dem im Großhandel, im Einkaufszentrum, kann ich das aus dem Regal rausziehen. Und ich weiß nur eins, unser damaliger Arzt hat das sehr öfters auch den Patienten verschrieben und musste das immer irgendwo aus England oder Amerika einführen. So, das ist das, was ich weiß und mehr keine Ahnung. Jetzt hätte ich gerne dich gehört, wie nutzt du Melatonin und für wer wäre es gut? Okay, ich nutze es im Moment hauptsächlich als Schlafhormon. Weil es einfach das natürlichste Schlafmittel ist, was wir haben, weil es keine Abhängigkeit erzeugt, weil es nicht akkumuliert, also am nächsten Morgen, wenn es hell wird, wird es abgebaut. Also ein praktisch nebenwirkungsfreies Schlafmittel. Es gibt eigentlich kein besseres auf dem Markt. Die einzige Nebenwirkung, wenn Menschen, Patienten mich nach Nebenwirkungen fragen, dann sage ich mir, doch ja, eine Nebenwirkung hat es. Und sind immer ganz erstaunt. Da sage ich, ja, die Nebenwirkung ist Brustkrebs. Oh. Und da gucken die alle und dann sage ich, ja, wer das einnimmt, kriegt nach den Studien viel weniger Brustkrebs. Das ist die Nebenwirkung. Okay, hey. Aber dieses Mittel ist in der Schweiz verboten. Viele andere chemische Schlafmittel, die sind erlaubt. Ich kann es nicht verstehen. In Deutschland ist 1 Milligramm erlaubt als Nahrungsergänzungsmittel. Immerhin, das ist zwar eine sehr geringe Dosis, aber immerhin. Ist das neu? Das ist seit ein paar Jahren. Also für 1 Milligramm ist es für Nahrungsergänzungsmittel zugelassen. Mhm. Und es ist nicht nachzuvollziehen, warum ein solches Mittel, was praktisch keine Schäden hinterlässt, ja, ich kenne Studien, da hat man kleinen Babys, Neugeborenen, hat man 20 Milligramm Melatonin gegeben. 20 Milligramm. Und ein Erwachsener mit 80 Kilogramm, den soll dann 3 oder 5 Milligramm schaden. Das ist einfach nur Blödsinn, aber es ist nun mal so. Melatonin ist ja ein körpereigener Stoff. Das heißt, unser Körper kennt ja dieses Hormon und demzufolge ist eben die Nebenwirkungsrisiken sehr klein. Ja, nicht nur unser Körper kennt den, die ganze Natur kennt es. Das Melatonin ist eines der ältesten Hormone oder sogar eine der ältesten biologischen Substanzen, die wir auf unserem Planeten überhaupt haben. Man schätzt, dass das Melatonin etwa 300 Millionen Jahre alt ist. Mhm. 300 Millionen Jahre, also schon sehr frühe Organismen haben das genutzt. Und zwar interessanterweise nicht als Schlafhormon, das ist erst später bei höheren Wesen zum Schlafhormon mutiert. Das war vorher ein Antioxidans. Also damit haben sich die frühen Organismen vor UV-Strahlung, vor anderen oxidativen Belastungen geschützt. Ja. Die Wirkung hat es immer noch, und das wissen auch sehr wenige. Melatonin ist viel stärker antioxidativ als etwa das bekannte Vitamin E, was jeder als Antioxidans kennt. Vermutlich sind viele der anderen Wirkungen auch darauf zurückzuführen. Du nutzt es natürlich als Arzt für deine Patienten, aber Otto Normalverbraucher muss es immer über den Arzt holen oder einfordern. Genau. Ich kann in der Schweiz jedem meiner Patienten Melatonin verordnen. Man muss eine Apotheke haben, die das für einen zubereitet. Ja. Das kann man als Kapseln geben, als Tropfen, als Creme. Dann ist das überhaupt kein Problem. Man muss eben nur eine Apotheke haben, die das macht. Und dann kann der Arzt verschreiben, was er will. Ja. 5 Milligramm als Creme, 50 Milligramm als Kapsel. Jede Dosis, jede Applikation kann der Arzt verwenden. Er ist dann nur selber dafür verantwortlich. Ja. Die Verantwortung übernehme ich gerne, weil da kann einfach überhaupt gar nichts passieren. Mhm. Ja. Zum Schlafen verwende ich in der Regel so 5 bis 10 Milligramm. Mhm. Bei Krebserkrankungen gebe ich etwa 20 Milligramm. Ich bin immer noch verwirrt, warum es nicht zugelassen ist. Kann man sich da in einen Reim machen? Hat das mit der Pharmazie zu tun? Überwachungen? Ich, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ich kann es mir nur so erklären. Ja. Ich will da jetzt keine Verschwörungstheorien da aufkommen lassen, aber es kann eigentlich keine andere Erklärung geben. Die Pharmaindustrie übrigens, die hat viele Versuche gemacht, quasi ein künstliches Melatonin herzustellen, weil dann könnten die das patentieren lassen
Und dann könnten die das auf den Markt bringen. Mhm. Das Problem ist, das hat nie richtig funktioniert. Das war nie besser als die Originalsubstanz. Und Gott sei Dank sind die praktisch alle wieder vom Tisch. Ja. Also beim Schlafen habe ich festgestellt, wenn ich abends vom Fernsehen oder im Handy jeweils eine Blaubrille, einen Blaulichtfilter anziehe, dann schlafe ich wirklich, gehe ins Bett, 5 Minuten später bin ich weg. Also diese Melatonin-Produktion, die abends eben einfährt, wird ja durchs Licht vom Elektrosmog her eigentlich runtergedrückt. Und dann hatte ich immer meine 1,5 Stunden, bis ich einschlafen konnte. Und jetzt, ja, jetzt nicht mehr, oder? Das ist schon cool. Ja, für viele wäre das die Lösung. Also generell, Licht ist einer der größten Feinde von der Melatoninbildung. Es wird eigentlich nur gebildet, wenn es wirklich richtig dunkel ist. Mhm. Also jeder Schlafgestörte sollte darauf achten, dass er gute Jalousien hat oder keine irgendwelche Schlummerlichter im Zimmer noch hat oder Funkuhr oder irgend sowas. Das sollte, oder Radiowecker, das sollte alles raus, ja, wegen der Lichtbelastung, aber auch wegen der elektromagnetischen Belastung. Mhm. Ja. Das wissen wir, das sind die zwei größten Feinde der Melatoninbildung. Für was ist Melatonin sonst noch gut? Denn ich hatte mal so etwas gehört, dass auch selbst der Donald Trump dazumals noch sich auch behandeln ließ mit Melatonin im Zusammenhang noch mit anderen Stoffen. Aber vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr erzählen. Genau, wir haben da ja so eine Liste. Mhm. Das habe ich mal abkopiert von Wikipedia. Also bei Wikipedia gibt es alle diese Indikationen. Ich habe mal rot das angekreuzt oder gemarkert, was ich im Moment einsetze. Also Schlafwachrhythmus, Jetlag, Krebs. Bei Migräne, Haarwuchs, verzögerte Alterung und so, da habe ich es noch nicht eingesetzt. Ja. Aber das steht in Wikipedia, also Anregung des Haarwuchses. Weil das ist auch etwas, wann die Leute jetzt sofort sagen, wow, ich habe was. Da habe ich keine Erfahrung dazu, habe ich auch nicht nach Studien gesucht, kann ich nicht viel zu sagen. Okay. Aber Corona habe ich eine ganze Menge Studien gefunden. Vielleicht kommen wir nachher noch auf eine dazu. Und, klick noch mal auf die nächste. Mhm. Da sehen wir nämlich eine Veröffentlichung im Internet. Und noch mal eins weiter, genau. Genau hier. Trump ist nämlich während seiner Erkrankung auch mit Vitamin D und Zink übrigens behandelt worden. Also auch mit guten Nährstoffen für das Immunsystem. Aber eben auch mit Melatonin. Also seine Ärzte wissen um den Nutzen all dieser Naturstoffe. Seltsamerweise erfahren wir in der Öffentlichkeit nicht so richtig was davon. Wäre doch auch schön, wenn wir den Corona-Patienten vielleicht auch mal den anderen, den Normalverbrauchern vielleicht auch mal Zink und Vitamin D und Melatonin geben würde. Aber irgendwie wird das nicht so berichtet. Ja, ganz seltsam. Ja, selbst in Amerika habe ich das nicht gehört, oder? Also es scheint irgendwie wirklich ein eigener Weg gewesen zu sein. Aber wir gehen gleich weiter. Wir haben hier... Ja, hier haben wir so eine ganz spannende Sache. Okay, Delirium, und zwar postoperativ. Sie hat nicht das normale Delirium bei Alkohol oder so, sondern postoperativ kommen ja auch viele Menschen durch so ein Durchgangssyndrom, dass sie psychisch nicht mehr wissen, wo sie sind und so. Und da hat man dann auch eben Melatonin eingesetzt und hat gesehen, wenn die Melatonin bekommen, sogar 6 Studien, also eine Meta-Analyse, dann ist die Wahrscheinlichkeit, unter Melatonin sowas zu bekommen, immerhin um etwa ein Drittel geringer. Und dafür, dass es eine sehr belastende Störung ist, ist das schon ganz, ganz ordentlich, glaube ich. Erstaunlich, hä? Und dann? Präeklampsie, das weiß vielleicht nicht jeder, das ist eine schwere Schwangerschaftskomplikation. Und da haben wir auch gesehen, wenn niedrige Spiegel von Melatonin bei den Schwangeren vorliegen, dann haben die häufiger so eine Präeklampsie und sie ist umso schwerer, je niedriger der Spiegel ist. Also wäre möglicherweise auch ein Ansatz, Präeklampsie vorzubeugen oder zu behandeln. Das müssten ja wahrscheinlich dann aber die Gynäkologen wissen, oder? Ich befürchte, dass die wenigsten das wissen. Ich bin auch nur durch Zufall drauf gestoßen, als ich mal nach Melatonin gesucht habe, was das so alles machen kann. Ja? Mhm. Genau, das hat man, das ist diese Studie. Und dann Sepsis. Sepsis, ja, das ist diese Babystudie. Ups. Also da hat man eben Babys 20 Milligramm gegeben, eine große Menge, und hat gesehen, nach 3 Tagen waren die Babys, die mit Melatonin behandelt worden waren, die waren nach 3 Tagen doppelt so häufig wieder fit. Ich glaube, die Placebo-Gruppe etwa 30% und die Melatonin-Gruppe über 60%, dass sie sich nach 3 Tagen wirklich wieder vollständig hergestellt haben. Und viele Babys sterben auch daran. Ja. Was ist eine Sepsis? Eine Blutvergiftung. Ah, eben doch. Eine richtige Blutvergiftung mit einer ganz hohen Sterblichkeit und das Herauskommen aus der Krankheit geht mit Melatonin viel, viel besser. Und wie wird es bei uns behandelt, Sepsis? Ja, mit Antibiotika. Eben, ne? Also das haben aber die mit Sicherheit auch gekriegt. Für ein Baby, ja, katastrophal, oder auch? Natürlich, aber eben zusätzlich. Ja. Mhm.
Bei einer richtigen Sepsis könnte es möglicherweise auch, also bei einer erwachsenen Sepsis möglicherweise auch, aber gefunden habe ich nur das bei den Babys. Mhm. Das sind jetzt eigentlich so ein bisschen Nebenkriegsschauplätze, ja. Mhm. Damit kommen wir ja in der Regel, in der Regel nicht so in Kontakt, aber schlafen, das ist wirklich der wichtige Punkt. Und da gibt es mittlerweile 14 Studien, also eine Meta-Analyse, nicht nur eine Studie, 14 Studien, die im Durchschnitt belegen, die waren ja natürlich von der Qualität sehr unterschiedlich, hohe Dosen, niedrige Dosen, Creme, Kapsel, alles Mögliche, alles zusammengeworfen und im Durchschnitt etwa eine halbe Stunde längere Schlafzeit. Ich glaube, da wären viele Schlafgestörte schon ganz froh drum. Okay, ich habe mir eigentlich immer erhofft, jetzt nicht unbedingt länger zu schlafen, sondern eigentlich durchzuschlafen und schneller einzuschlafen. Genau, das ist der Punkt. Es wirkt vor allen Dingen bei den Einschlafstörungen. Mhm. Bei den Durchschlafstörungen habe ich nicht so tolle Erfahrungen gesammelt, aber bei den Einschlafstörungen ist es wirklich mega gut. Mhm. Wir gehen noch rein. Oh, Alzheimer, ja, das gibt's auch noch ein Thema. Die erste Aussage, dass möglicherweise eben auch die Kognition besser werden könnte. Das hat sich leider nicht bestätigt, aber was ja auch sehr wichtig ist, die Gesamtschlafzeit wurde deutlich verlängert. Und wir wissen ja, gerade auch Alzheimer-Patienten haben häufig einen gestörten Tag-Nacht-Rhythmus. Und wenn die dann nachts dann rumtigern und die Angehörigen und das Pflegepersonal belasten, ist es natürlich für die Alzheimer-Patienten, vor allen Dingen aber auch für die Umstehenden, natürlich eine enorme Entlastung, wenn die unter Melatonin gut schlafen können. Was ist die Alternative? Genau das, was in der Regel auch gemacht wird. Die Alzheimer-Patienten werden dann in der Nacht mit Schlafmitteln oder mit Antidepressiva richtig abgeschossen. Mit der Folge, dass sie einen Hangover haben, am nächsten Morgen, am nächsten Tag auch noch durch die Gegend torkeln, ja, mit vielen anderen Nebenwirkungen. Also da wäre Melatonin doch das hervorragende Schlafmittel. Wenn das Licht angeht, wird nichts mehr gebildet, wird es sofort abgebaut, die sind topfit, ja. Warum gibt man denen nicht das nebenwirkungsfreie Melatonin? Das wäre viel einfacher. Es ist echt bedauerlich, wenn ich das so höre. Ich höre nichts, nur positive Dinge. Und ich meine, speziell in diesen Alters- und Pflegeheimen, oder? Wäre es ja eigentlich optimal, wenn ein Arzt da wäre und genau das mit seinen Patienten machen würde, ja? Statt eben diese Pharmazie oder Psychopharmaka zu nutzen. Das ist ja auch eine Baustelle, wenn ich das einwerfe jeden Abend. Das Problem ist einfach, es wird im Studium nicht gelehrt und es gibt auch keine Fortbildung darüber. Ja. Die meisten Ärztefortbildungen werden eben von Pharmafirmen gesponsert, die natürlich ihre Präparate verkaufen möchten. Ist ja auch verständlich. Ja, und wenn es da eben kein Melatoninpräparat gibt, wo man eine hohe Marge hat und Naturpräparate kann man eben nicht patentieren, leider, oder Gott sei Dank natürlich, ja. Das heißt, da kann keine hohe Gewinnmarge erzielt werden. Also ist das für die Pharmaindustrie völlig interessant. Also gibt es auch keine Fortbildung darüber. So einfach ist das. Das gleiche Thema wie mit dem D3, oder? Niemand hat Interesse, eigentlich uns aufzuklären über D3, weil es einfach zu billig ist und keine Marge. Und das dürfen wir aber jetzt auch nicht negativ assoziieren und der Pharmazie den schwarzen Peter zu werfen, weil die haben ja nichts dafür. Sie sind auch nicht verantwortlich, dass wir einen guten D3-Pegel haben, oder? Ja. Genau. Du hast noch weitere Folien mitgebracht. Ja, noch weitere Krebs. Ja, tatsächlich. Und hier mal 13 Studien an Flugbegleiterinnen. Und da hat man unterschieden zwischen denen, die Nachtflüge machen und denen, die keine machen. Und diejenigen, die Nachtflüge machen, also deren Schlafwachrhythmus auch gestört ist und die dann natürlich auch nicht schlafen können und Schlafstörungen haben, die haben ein Risiko für Brustkrebs, was etwa um die Hälfte höher ist. Und man muss gar nicht ins Flugzeug gehen, auf dem flachen Land ist es ganz genauso, in den Bergen auch, ja. Hier mal einfach Nachtschichtarbeiterinnen und die haben fast die exakte Zahl, also auch 50% mehr Brustkrebs. Und die Forscher haben nur eine einzige Erklärung dafür. Das lässt sich nur durch gestörten Melatoninhaushalt erklären, durch nichts anderes. Und dann hat man in der Studie Melatonin genommen und die Flugbegleiterinnen hatten dann weniger Krebs entwickelt? Nein, das hat man dort nicht gemacht. So eine Studie kenne ich noch nicht, weil die müsste über viele Jahre gehen und die müsste auch viele Personen beinhalten. Und es wäre eine sehr teure, aufwendige Studie, die kann sich fast niemand gönnen, leisten. Aber man hat noch mehr gemacht. Man hat bei Krebspatienten Melatonin eingesetzt. Das hat man gemacht. Das sehen wir in der nächsten Folie. Tatsächlich, okay. Bei der Flugbegleiter hatte ich mir gerade überlegt, eigentlich diese Strahlen beim Fliegen, diese auch radioaktiven Strahlen, dass sie mehr ausgesetzt sind, dass das nicht die Gesundheit fördert, hätte ich vermutet. Aber wenn du sagst, die Zahlen sind gleich wie bei Schichtarbeitern, dann kann es ja nur noch Melatonin sein, ganz oder? Ganz genau, ja.
Gut, gehen wir da in die Studie der Krebs. Also hier mal eine Meta-Analyse, wo man geschaut hat, wer kommt in die Remission. Das heißt, wer kommt aus der Krebserkrankung raus? Und da unterscheiden die Onkologen zwischen einer teilweisen Remission. Das haben unter Melatonin 70% mehr geschafft. Das ist schon ein Riesenerfolg. In die komplette Remission kommen nicht sehr viele Krebskranke. Das heißt, wo der Krebs wirklich komplett besiegt worden ist, der kommt auch nicht mehr wieder. Aber diejenigen, die Melatonin bekommen hatten, hatten eine zweieinhalbfach erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sie den Krebs komplett besiegen können. Zweieinhalb Mal mehr. Das schafft keine Chemotherapie. Die Chemotherapie hat viel geringere Erfolge. Chemotherapie wird gemacht, Melatonin wird in der Regel. Es geht jetzt langsam los, immer mehr Onkologen setzen das ein, aber immer noch viel zu wenig. Es wird in der Regel nicht eingesetzt. Und dann hat man geschaut, unter der Krebstherapie haben die Patienten ja sehr viele Nebenwirkungen. Ja? Wir sehen hier die wichtigsten. Asthenie, das ist Erschöpfung. Viele Krebspatienten sind massiv erschöpft. Leukopenie, unter der Therapie verminderte Zahlen von weißen Blutkörperchen. Thrombozyten, Blutplättchen für die Gerinnung. Es kam zu Blutdruckabfällen. Es kommt natürlich häufig zu Übelkeit, Erbrechen. All diese Nebenwirkungen sind deutlich geringer, wenn die Patienten mit Melatonin behandelt werden. Ich persönlich würde es nach der Datenlage, die wir heute haben, als Kunstfehler ansehen, wenn ein Krebspatient kein Melatonin bekommt. Es steht aber in keiner Leitlinie drin. Also, es interessiert sich niemand dafür. Also in der offiziellen Medizin. Also umso wichtiger, dass eigentlich genau diese Sendung wirklich zu den Leidtragenden hingetragen wird, damit Sie es bei Ihrem Arzt doch bitte einfordern möchten oder ihn bitten möchten, sich damit zu beschäftigen. Ja, oder? Genau. Er muss sich erstmal mit beschäftigen, weil einfach fordern, wenn er davon nichts weiß, dann kann er natürlich nicht viel dazu sagen. Wenn er ehrlich ist, sagt er weiß nichts davon. Wenn er nicht ganz ehrlich ist, sagt er, ach, das bringt doch nichts, so Melatonin, was soll das, so eine Modedroge, das bringt doch gar nichts. Ja, er kennt die Studien einfach nicht. Ja. Aber die Studie ist hier abgebildet mit vom SELID, mit Datum und alles. Und mit diesen Informationen kann der Arzt die Studie hervorziehen, durchlesen genau. Und sich eine Meinung bilden. In den entsprechenden medizinischen Datenbanken kommt er innerhalb von 5 Sekunden an genau diese Studie ran, kann die lesen. Es ist kein Problem, man muss sich nur die Mühe machen. Ich habe auch danach gesucht, ja. Man findet das, muss sich ein bisschen Mühe geben. Aber wirklich fürchterlich eigentlich, wenn man sieht, diese Nebenwirkung kann so stark reduziert werden und die Erfolgsquote ist besser. Also, ich meine, es ist ja ein körpereigener Stoff, also dass er bei Krebs noch zusätzlich schaden würde, das gibt es ja bestimmt gar keine Studienlage dazu, oder? Ja. Aber die Befürchtung ist da, sonst würde man es ja schon länger machen. Ja, ich denke, die Motivation ist einfach eine andere. Ich sage immer, wenn dieses Medikament mehr als 10 Euro oder Franken am Tag kosten würde und wenn es patentierbar wäre, dann würde jeder schlafgestört und jeder Krebspatient würde es kriegen. Warum kann man denn Melatonin so als normaler Stoff nicht patentieren? Weil es eine Natursubstanz ist. Natursubstanzen können wir nicht patentieren, das geht einfach nicht. Und alle Veränderungsbasis, was wir versucht haben, hat es nicht geklappt? War es nicht besser als das Melatonin gewesen. Ja, also wir dürfen halt die Natur nicht verschlimmbessern, das funktioniert einfach nicht. Ja, es hat sich einfach das Beste im Laufe der Evolutionsgeschichte herausgebildet. Das ist in den wenigsten Fällen wirklich verbesserbar. Jetzt hast du mir noch etwas Überraschendes mitgebracht, nämlich noch eine weitere Studie, wo sogar Covid-19 erwähnt wird. Kannst du mir da noch ein paar Sachen sagen dazu? Genau, man hat dort in dieser Studie einfach beobachtet, von intubierten Patienten, wenn die Melatonin bekommen haben, also mittlerweile einige Intensivstationen, gerade in Amerika, scheinen doch Melatonin mehr und mehr einzusetzen. Und er hat mir geschaut, bei 3.500 Intubationen, die nicht Covid-erkrankt waren, wenn man dann Melatonin gegeben hatte, dann war das Sterblichkeitsrisiko. Also einen härteren Untersuchungspunkt in der Forschung gibt es nicht, Leben oder Tod. Hat man gesehen, unter Melatonin war das Risiko zu sterben 0,278 oder umgekehrt ausgedrückt 3/4 weniger Todesfälle bei Intubierten, wenn sie Melatonin bekommen. Müsste eigentlich bei jedem Intubierten auf der Intensivstation eingesetzt werden. Ja. Und dann hat man nochmal speziell nur Covid-19 untersucht. Also hier fast 1000 Intubationen mit Covid-19. Und nochmal die nächste Zeile bitte zeigen. Da hat man gefunden, wenn man den Melatonin gegeben hat,
ist das Sterblichkeitsrisiko auf 13% gesunken oder 87% weniger Sterblichkeit. Das war der Grund, warum Trump das auch bekommen hat. Seine Ärzte kannten diese Studien und haben gesagt, oh, das muss er unbedingt nehmen. Aber ich weiß auch nicht, warum dieses Wissen dann von diesen Ärzten nicht in die Öffentlichkeit getragen wird. Ich habe keine Erklärung dafür, warum das nicht mal im Fernsehen gezeigt wird. Ich weiß es nicht. Ist doch die WHO hat doch das auch schon veröffentlicht in Zusammenhang mit Melatonin. Weil ich weiß jetzt zum Beispiel über einen chinesischen Anwendungsbereich, über Shufeng Shidu zum Beispiel, das ist deren ihrem Mittel gewesen bei SARS, MERS, aber auch bei Covid-19. Und da hat jetzt die WHO tatsächlich 5 Studien zu diesem Shufeng Shidu auch veröffentlicht. Okay. Als weitere Möglichkeit hier zu agieren. Aber da weißt du noch nichts. Das ist mir jetzt neu. Das habe ich noch nicht erfahren. Ja, weil einfach heutzutage gilt dann einfach, was die WHO sagt. Und solange die das noch nicht veröffentlicht hat, wird es wahrscheinlich einfach noch nicht angewendet. Hä? Und das ist das Traurige daran, dass wir immer wieder in Eigenregie solche Dinge herausfinden müssten. Hä? Genau, wir sind selbstverantwortlich. Und jeder Patient muss sich dann eben auch die Therapeuten suchen, die die Medizin anbieten, die er wünscht. Ja? Mhm. Also wie gesagt, der normale Hausarzt, ohne ihn jetzt schlecht machen zu wollen, ist da bei Melatonin eher nicht der gute Ansprechpartner. Er muss halt Naturkundler, Ärzte, Heilpraktiker suchen, die sich damit auskennen und die damit natürlich auch Erfahrung haben. Das hat auch nicht jeder. Und dann hat er eine größere Chance, da etwas zu kriegen. Und der Arzt hat es insofern leicht, als dass er eben dann das einfach verschreiben kann in jeder beliebigen Menge. Die Nahrungsergänzungsmittel, wie gesagt, in Deutschland sind sie bis 1 Milligramm zugelassen und naja, zu Hause guckt dann niemand hin, ob dann der Patient dann 2 oder 3 oder sogar 5 Milligramm gibt. Ja? Klar. Wie gesagt, in dieser Dosis kann es nicht schaden. Steht in dieser Studie auch noch, wie viel Milligramm Sie gekriegt haben? Nein, habe ich leider nicht gefunden. Also sicherlich auch größere Mengen. Ja? Da hat man mit Sicherheit nicht 5 oder 10 Milligramm gegeben, sondern eher wie bei den Babys, vielleicht 20, 50, 100. Also da hat man richtig hohe Mengen gegeben. Noch eine hypothetische Frage. Ich meine, es gibt ja auch immer Risikogruppen, die anfälliger sind, jetzt zum Beispiel auf virale Erkrankungen der oberen Atemwege. Macht das denn sowieso ein bisschen mehr Sinn, ein bisschen Melatonin zu substitutionieren? Ich weiß, in der Prävention, ich kenne keine Studien dazu. Ich würde es im Moment auch nicht machen, weil da haben wir genügend andere Substanzen zur Verfügung, wo wir den Nutzen mittlerweile wissenschaftlich belegt haben. Aber wenn jemand zum Beispiel Schlafstörungen hat, Einschlafstörungen und nimmt es vielleicht deswegen, dann kann er eben die Nebenwirkung wieder, dass es dabei möglicherweise auch helfen könnte, vorsorglich, die kann er dann einfach so mitnehmen. Aber im Moment würde ich es da nur wirklich bei Schlafstörungen geben. Oder bei Brustkrebsproblematik. Oder bei Brustkrebsproblematik, ja. Vom Brustkrebs wissen wir es. Wahrscheinlich hilft es bei anderen Krebsformen auch. Warum soll das dann nicht helfen? Aber für den Brustkrebs haben wir die Studien. Also das wäre dann eben auch noch eine Möglichkeit der Einnahme. Ganz wichtig, also ich mache es zumindest so, bei Einschlafstörungen messe ich es immer erst. Man kann es im Speichel messen, im Nachtspeichel. Und dann sehe ich, wenn jemand einen Mangel hat, dann kann ich ihm praktisch sicher vorhersagen, dass es funktioniert. Mhm. Es gibt auch Schlafgestörte, die haben keinen Melatoninmangel. Dann ist der Erfolgsrat natürlich sehr viel geringer. Bei Jetlag, das ist noch die andere Form, wo es gern eingenommen wird, würde ich keine Messung machen, weil im gesunden Zustand haben die ja keine Schlafstörungen, keinen Melatoninmangel. Aber wir wissen ja, unter Jetlag, wenn wir sehr weit nach Osten oder sehr weit nach Westen reichen, dann haben wir Probleme mit der Umstellung. Dann macht es sehr viel Sinn, Melatonin zu geben, um sich an den neuen Rhythmus zu gewöhnen. Da habe ich auch Studien dazu, die habe ich jetzt hier nicht dabei, aber da gibt es mittlerweile viele Studien, die belegen, man kommt viel, viel schneller in den neuen Rhythmus herein, wenn man das mit Melatonin unterstützt. Und generell bei Krebspatienten auch immer zuerst messen, oder? Nein, bei Krebs würde ich es nicht messen, sondern weil da interessiert mich nicht, ob derjenige einen Mangel hat, da will ich einfach die Vorteile ausnutzen. Mhm. Da wäre dann für den Krebspatienten die Nebenwirkung, dass er besser schlafen kann. Ja, aber da gebe ich es ja aus einem anderen Grund. Was ja auch gut wäre. Was ja auch gut wäre, ja, genau. In der Entspannung fangen ja auch alle Heilungsprozesse an des Körpers, oder? Ja, ich fand jetzt, lieber Volker, das ist extrem eine wichtige, bedeutsame Sendung gewesen, wo wir hoffentlich ganz, ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt ein bisschen sensibilisieren konnten zu diesem Thema und vielleicht den einen oder anderen auch finden als Zuschauer, der das mal mit seinem Arzt bespricht und als weitere Option in die normale schulmedizinische Behandlungsweise mit integrieren möchte. Also bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber, der Ihnen das dann unter Umständen auch verschreiben kann. Ich glaube, das war das Fazit
der Sendung. Großartigen, herzlichsten Dank, lieber Volker. Über Melatonin was zu wissen, was außerhalb vom Schlafen noch weitere Nutzen hat, ist mir neu gewesen und ich freue mich darüber. Danke. Die Natur ist einfach perfekt, hä? Kann man nicht anders sagen. Und an die Zuschauer, passend zum Thema Melatonin, ein gutes Nachtli. Super, genau. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.